19 Uhr. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuschauer. Und das an einem Tag, an dem richtig viel los war in Sachsen. Wenn an so einem Tag wie heute die Sonne derart strahlt, dann ist das doch die beste Voraussetzung dafür, dass man etwas Schönes unternehmen kann. Und genau das haben in Dresden zigtausende getan. Der letzte Tag des 48. Dixieland-Festivals war wieder einmal geballte, gute musikalische Laune und bewies einmal mehr, dass das, was 1971 mit rund 900 Besuchern begann, eine besondere Erfolgsgeschichte geworden ist. 300.000 Fans pro Jahr und großartige Bands, für die es immer wieder eine Freude ist, an der Elbe ins Dixieland einzutauchen. Leipzig ist ja am Pfingstwochenende traditionell in der Hand der dunklen Mächte, sind tausende illustre Gäste in der Stadt beim WEF-Gotik-Treffen. Und mal abgesehen davon, dass es dabei um Sehen und Gesehenwerden geht, sind auch die Museen gern besuchte Orte, so auch das Ägyptische Museum. Ein Haus, das selbst viele Leipziger nicht kennen. Wenn ein Leben zu Ende geht, dann ist das für den Sterbenden und dessen Angehörige eine schwere Zeit. Ein wichtiger Schritt, um allen Beteiligten die Last ein wenig leichter zu machen, ist, sich in die Hände palliativ ausgebildeter Ärzte, Schwestern und Betreuer zu begeben. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr ambulante und stationäre Hospize gegründet, doch der Bedarf ist noch immer größer. Umso wichtiger jeder Platz, der neu hinzukommt, zuletzt in Leisnig. Es ist wirklich tröstlich, wie viel Lebensmut in einem Hospiz zu spüren ist. So, und nun geht's in die Nähe von Torgau. Dort haben jetzt zwei Wachmänner ihren Dienst angetreten, die besondere Qualitäten haben, und zwar im Kampf gegen den Wolf. Die Angst vor dem Raubtier bzw. die Sorge bei Landwirten und Viehhaltern ist bekanntlich berechtigt, da immer wieder Schafe und Rinder gerissen werden. Und genau deswegen haben nun Herbert und Rudi einen Job. Und da Marc auch nicht weiß, was er zu Hause machen soll, ist er morgen wieder für Sie da. An seiner Seite dann Tino Böttcher. Und bis es soweit ist, genießen wir dann einen sonnigen Pfingstmontag. Mehr dazu nun von Stefanie Meissner. Mach es gut, bis bald. Tschüss.